Hey ho, habt ihr auch wieder Bock weiter zu zocken? Ja, das ist die richtige Einstellung, Leute. Und nach meiner Meinung nach sind wir hier jetzt im letzten Raum, wo sich eventuell der Zimmermann befinden könnte. Wir haben ja hier im letzten Part aufgehört. Ich bin ja dumm durch die Gegend gerannt, um den letzten Zimmermann zu finden. Und wir können ja auch noch mal ganz kurz rausgehen, um den Überblick hier zu bekommen. Hier sind wir jetzt reingegangen. Das ist eigentlich so ziemlich der einzige Weg, den wir noch offen haben. Sonst waren wir ja überall und der Zimmermann war nirgendwo zu finden. Deshalb bin ich einfach mal der Meinung, dass der sich hier jetzt drin befindet. Und wenn nicht, dürfen wir die ganze Zeit weiter suchen. Aber das sollte ja kein Problem sein. So, am Anfang des Parts habt ihr ja gerade schon gesehen. Hier läuft eine Gerudo-Kriegerin vorbei und die würde uns wahrscheinlich dann auch sehen, wenn wir hier um die Ecke gehen. Deshalb habe ich jetzt mal schon mal gleich den Bogen gezückt und sie einen Headshot verpasst. So, da liegt sie schon auf dem Boden, die Olle. Und so, jetzt müssen wir erstmal nachgucken. Befindet sich vielleicht hier hinter einer Gerudo-Kriegerin? Nein, alles klar. Helfer. Wie ich es mir gedacht hatte. Es konnte eigentlich auch gar nicht anders kommen, Leute. Weil, es gab ja nur noch diesen einen Weg und wir waren ja schon überall. Von daher musste es so sein, dass der hier sich befindet. Und so ist es jetzt auch. Endlich, Leute. Jetzt haben wir ihn endlich gefunden. Ist immer so, dass ich mir den letzten so lange suchen muss. Ich finde die ersten drei immer auf Anhieb und den letzten, da muss ich mich dann immer zu Tode suchen, irgendwie eine halbe Stunde, bis ich den dann endlich gefunden habe. Aber ich glaube, dass ich mir die Stelle jetzt merken werde, damit ich auch den schnell finden kann. Naja, der hat jetzt mal wieder dasselbe gelabert, habe ich so nebenbei mitbekommen. Kennt ihr ja alle schon, deshalb habe ich das auch gar nicht erst vorgelesen. Wir haben die Gerudo-Kriegerin besiegt und damit den kleinen Schlüssel bekommen und können ihn jetzt endlich befreien. Damit hätten wir alle vier Zimmerleute befreit. Ich hab schon gedacht, du hättest mich vergessen. Vielen Dank, ich bin Ringo, der Zimmermann. Dafür, dass du mich befreit hast, verrate ich dir, was sich die Gerudos über die Wüste erzählen. Hey, mal was Neues. Wer die Gespensterwüste durchqueren will, braucht das Auge der Wahrheit. Den Wüstenkoloss findet man jenseits der Wüste. Ich gehe jetzt zu meinem Zelt in der Nähe des Gerudo-Tals. Schau doch mal vorbei. Vielleicht gibt es dort etwas für dich. Leb wohl. Ja, wir brauchen das an dieser Stelle auch das Auge der Wahrheit. Wir könnten diesen Tempel eigentlich vor dem Tempel, vor diesem Tempel, der sich im Friedhof befindet, machen. Oder? Geht das? Nein, geht nicht, weil man die Gleitschuhe braucht. Okay, Quatsch. Aber man braucht an dieser Stelle auf jeden Fall auch das Auge der Wahrheit. Ich bin beeindruckt. Um an unseren Wachen vorbeizukommen, muss man schon sehr geschickt sein. Ich habe immer gedacht, alle Typen außer Ganondorf wären ziemliche Waschlappen. Aber ich muss meine Meinung ändern. Unsere Anführerin Naboru hatte mir die Verantwortung für diese Festung übertragen. Naboru ist die Stellvertreterin des mächtigen Ganondorfs, des Herrn des Gerudo-Kriegerin. Sie ist gerade auf dem Weg zum Geistertempel, der sich jenseits der Wüste befindet. Sie vermutet dort ein wertvolles Relikt. Du wolltest also einer von uns werden, was? Na gut, du hast deine Fähigkeiten bewiesen. Du bist nun ein Gerudo. Nimm dies, damit du dich in die Festung, in der Festung frei bewegen kannst. Der Gerudo-Pass. Man braucht also einen Pass, um ein Gerudo zu sein? Das ist ja lame. Naja. Jetzt hast du Zutritt zur großen Trainingsarena der Gerudo-Kriegerin. Okay, damit werden wir dann wohl auch einer von denen und wir können jetzt mit den ganzen Gerudos hier sprechen. Die sind jetzt nicht mehr feindlich für uns, da wir jetzt ja den Gerudo-Pass haben. So, außerdem stand da gerade, wir können jetzt in die Gerudo-Kampfarena gehen. Wenn ich ehrlich bin, Leute, da war ich noch nie wirklich drin. Also ich war wirklich, ich war da noch nie drin. Ich kenne mich da null aus. Ich habe das nur mal im Video gesehen oder in anderen Let's Plays, wie das sich da alles drin aussieht, was man da machen muss. Aber selbst drin war ich da noch nie. Und naja, machen werde ich das jetzt noch nicht, sondern wir werden das gegen Ende des LPs machen.
da uns da bestimmt Gegenstände für fehlen. Also, ich meine, wir haben ja jetzt, wenn wir jetzt ins Inventar gucken, alle Gegenstände, aber Ausrüstungsgegenstände fehlen uns noch. Und zwar, um genau zu sein, 2 Stück. Und bevor wir die nicht haben, werde ich da auch nicht reingehen. Naja, okay, ich glaube, dass... Naja, ich kann es ja euch jetzt schon sagen. Wir bekommen... Ist ja nichts Besonderes. Wir bekommen Krafthandschuhe, womit wir größere Steine einfach hochheben können und die zerstören können. So, wir bekommen im Geistertempel, also der, der sich in der Wüste befindet, auch so einen Krafthandschuh. Ich schätze mal, dass der reichen wird. Von daher, wenn wir den haben, werde ich es einfach mal versuchen. Und wenn nicht, dann werden wir ganz am Ende des Spiels, wenn wir den zweiten auch nochmal haben, also nochmal einen verbesserten, dann werde ich da auch nochmal hingehen und das dann zu Ende führen. So, hier können wir oben hinreiten, weil wir jetzt einer der Gerudos sind und können mit der hier sprechen. Hey Junge, da bist du aber, hast du aber ein tolles Pferd. Keine Ahnung, wo du das geklaut hast, aber wie wäre es mit einer Runde Bogenschießen zu Pferde? So wie dein Pferd galoppiert, schieße mit deinen Pfeilen auf die Zielscheiben. Wir werden ja sehen, wie oft du triffst. Du bekommst 20 Pfeile. Wenn du 1000 Punkte erreichst, erhältst du einen genialen Preis. Willst du es versuchen? Es kostet nur 20 Rubine. Okay. Na gut. Ja. Hier müssen wir jetzt mit unserem Bogen arbeiten. Habt ihr gerade gesehen. Wir haben 20 Pfeile und das Pferd galoppiert von allein. Und wenn wir die Zielscheiben treffen, bekommen wir immer Punkte. Ich würde erstmal vorschlagen, hier erstmal die ganzen gesamten Krüge zu zerstören. Oh mein Gott. Okay, den bekommen wir dann gleich noch. Wir geben jeweils 100 Punkte. Das ist sehr gut. So. Jetzt haben wir nur noch 7 Pfeile, aber uns fehlen nur noch 250 Punkte. Das ist nicht mehr so viel. Besonders, wenn wir den einen Krug da jetzt noch zerdeppern. Oh, die Pfeile fliegen manchmal so komisch. Das ist irgendwie ein bisschen unvorteilhaft. So, jetzt müssen wir noch die Punkte... Ah, ja. Leute, wir haben es schon geschafft. Wir haben es schon geschafft. So, an der Stelle ist es jetzt schon beendet. Ja, wie gesagt, wir haben keine Pfeile mehr, aber wir haben alle 1000 Punkte erreicht, sogar noch mehr. Und damit hätten wir es geschafft. Großartig, du bist ja ein absoluter König im Bogenschießen. Hier, nimm dies. Du kannst es bestimmt gut gebrauchen. Oh, ein Herzteil. Ich bin eigentlich von einem größeren Köcher ausgegangen. Aber das scheint hier wohl nicht der Fall zu sein. Gut, dann hätten wir hier ein Herzteil, ein weiteres Herzteil bekommen. Und, einen Moment. Lesen. Bogenschießen zu Pferde. Begabte Schützen sind willkommen. Bestleistung 1170 Punkte. Wird die wohl gemacht? Keine Ahnung. Weg hier. So, okay. Wir hätten damit ein weiteres Herzteil bekommen. Schauen wir mal, wie viele wir haben. Ich habe gar keinen Plan. Oh, eins erst. Und hier oben wird es auch angezeigt. Hier ist der Gerudo-Pass. Den haben wir also auch weiterhin jetzt im Inventar. Sehr schön. Da, 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 da. So Leute, was können wir jetzt nochmal machen? Stimmt, der letzte Zimmermann hat gesagt, komm mal zu uns hier in das, zu unser Zelt. Dort hast du es vielleicht eine Überraschung für dich oder eine Belohnung. Gut, dann gehen wir da mal hin. So, dann reiten wir da mal kurz hin und in der Zwischenzeit trinke ich mal kurz was. Ah, das war mal nötig. So, jetzt bin ich wieder klar im Kopf, jedenfalls halbwegs. Und kann jetzt weiter gut ohne Probleme labern. Ist nämlich manchmal doof, wenn man jetzt die ganze Zeit labert, dann wird einem ganz schusselig im Kopf, habe ich glaube ich schon öfters mal gesagt. Naja, da sind die 4 Zimmer, Leute. Yeah, geil. Naboro, die Anführerin der Gerudo-Kriegerin, scheint Menschen für ihre Zwecke zu versklaven. Als Naroburu noch zu den Diebinnen gehörte, hat sie nie die Schwachen und Armen bestohlen. Jetzt aber sind sie und ihre Diebinnen brutal und rücksichtslos geworden. Sie behaupten, sie seien edel, aber von wegen. Bei den Gerudo-Kriegerinnen genießen besonders jene hohes Ansehen, die guten Reiter und Bogenschützen sind. Hey, das sind wir. Wie wär's mit etwas Bogenschießen zu Pferde? Wenn du ein Pferd besitzt, dann findet sich in der Festung sicher eine Gerudo, die dich herausfordert. Wenn wir alle zusammen sind, ist es ein Kinderspiel, eine Brücke über den Abgrund zu bauen. Ja, cool.
Ja, das sind die ganzen Zimmerleute und das ist der Postbote aus Majora's Mask. Ich bin reisender Rennläufer. Ich habe die ganze... Ja, genau, so habe ich hier halt seine Stimmlage gemacht. Ich bin reisender Rennläufer. Ich habe das ganze Land bereist. Und jemanden mit echten Sportgeist zu finden. Ob Mensch oder Tier. Ich habe alle Herausforderer geschlagen. Sieh sportlich aus und hast wohl auch den nötigen Biss. Da jetzt die Brücke über den Abgrund repariert wurde, suche ich einen Herausforderer für einen Marathon. Die Bestzeit von hier zur Brücke nach Kokiri. Gott, Kokiri, wie komme ich denn darauf jetzt? Die Bestzeit von hier zur Brücke war 2 Minuten und 28. Das ist mein Rekord. Willst du versuchen, diesen Rekord zu brechen? Na gut. Ausgezeichnet. Also, du fängst an. Ich gebe dir sogar Vorsprung. Los geht's. Leute, das habe ich noch nie gemacht. Das kenne ich gar nicht, dass man hier einen Marathon laufen kann. Naja, dann machen wir das mal. Ich schätze mal, dass man wirklich hier mit dem Pferd reiten muss. Upala, warum steigst du jetzt ab, Link? Da geht wertvolle Zeit verloren. Da. Achso, die Brücke ist jetzt wieder repariert. Und warum? Och, Epona, was machst du? Mensch, ey. Epona hat wohl keinen Bock, diesen Marathon zu bestreiten. Scheiß drauf. Ja, und dann wird sie wieder abgestoppt. Weil das hier alles sowas von... Na, wann kommen wir irgendwann mal runter? Na, endlich. So. Jetzt müssen wir nur noch sinnvoll die Karotten einsetzen. Und dann wird das kein Problem sein. Und ich bin wirklich gerade der Meinung, es fällt mir gerade auf, dass das Pferd im Majora's Mask um einiges schneller ist. Kann man jetzt auch hier rüber? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Jawohl. Was hat er gesagt? 2 Minuten und 28? Boah, das schaffen wir locker. Heppa. Also reiten sollte da ja wohl die beste Methode sein. Porten, da wird dann wahrscheinlich sofort die Zeit abgebrochen. Und dann sagen die... Sagt da, du hast dich ja geportet, du schummelst. Nee, das zählt nicht. Von daher werden wir... Und er hat ja gesagt, ob Mensch oder Tier, ist ihm egal. Ja, und wir sind dann wohl die Ersten, die ihn schlagen. Bis zur Kokiri-Brücke war das, oder? Ah, da ist er auch schon. Wow, das war sehr gut. Doch du hast mich noch nicht geschlagen. Deine Bestzeit war 1 Minute 21, aber ich war eine Sekunde schneller. Versuch es irgendwann noch einmal. Mach's mal gut. Hä? Der Typ, oh. Warum rennt er denn jetzt weg? Habe ich das jetzt irgendwie nicht geschafft? Leute, wir sehen uns nochmal beim Zelt der Zimmermänner. Also müssten wir 1 Minute und 20 Sekunden schnell sein. Weil er sagt, er ist eine Sekunde schneller gewesen. Gut, das haben wir alles nur Epona zu verdanken, da sie ja am Anfang Scheiße gebaut hat, wie ihr wisst. Deshalb werden wir jetzt nochmal auf Epona steigen. So. Und ich hoffe, dass Epona dieses Mal keine Scheiße baut. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen langsamer gehen an den Stellen. Ja, komm. Danke. Jawohl, jetzt hat Epona das alles mitgemacht, das ist schon mal gut. So, Hylianische Steppe. So, dann sollten wir dieses Mal das jetzt aber auch hinbekommen. Da Epona ja jetzt nicht rumgegammelt hat, sollte das eigentlich alles ohne Probleme klappen. Aber wie ihr seht, man muss sogar reiten. Aber ich frage mich, wie der Typ... Oh, nee. Epona! Wieder nicht. Verkackt. Das ist verkackt. Schauen wir nicht. Die Zeit haben wir jetzt verkackt. Weil Epona nicht gesprungen ist. Das ist doch ein Scheiß. Komm, hau rein. Das müssen wir schaffen. Aber... Oh Mann, ey. Dass Epona schon wieder Scheiße bauen muss. Oh, jetzt bin ich gespannt, ob wir das überhaupt noch schaffen.
Oh mein Gott, da ist wieder so ein, dieser komische... Ein Irrlicht, genau, so heißen die ja. So, ich glaube, mit Epona kann man ja auch da längs reiten. Oh, das wird jetzt übelst knapp, Leute. Nein, wir müssen absteigen, das war's. Leute, ich mach das offscreen, das ist doch zu affig. Oh Gott, Leute. Wir sind sogar jetzt langsamer als vorher. Und da ist er wieder und sagt uns, dass wir schlecht sind. Oh, ach komm, halt's Maul. Wir müssen nicht trainieren. Du bist einfach nur schlecht. Pona ist schlecht. Ach, naja, egal. Gut, dann werde ich an der Stelle erstmal den Part beenden. Wir sehen uns dann an der Stelle, wenn ich ihn besiegt habe. Weil das kann ja wohl nicht angehen, dass da Epona nicht springen wollte. Aber ihr seht ja, dass ich es eigentlich geschafft hätte. Aber naja, Epona baut mal wieder Scheiße. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal beim Postboten. Und dann sage ich erstmal, bis dann, Leute. Ciao.